Willkommen zurück bei Super Mario Bros. X. Wir gehen jetzt mit Link in den Testraum 1. Und ich glaube, ich weiß noch, was das war. Deswegen habe ich auch extra Link genommen. Das ist Super Mario Bros. 1. Oder einfach Super Mario. Hieß das einfach nur Super Mario das erste? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo ist der Pilz? Da wäre der Pilz. Sind die Originallevel einfach nachgebaut. Und da brauchen wir jetzt nicht extra irgendwie einen bekannten Charakter nehmen aus dem Super Mario Universum. Das ist natürlich... Ja, das Original. Oder eigentlich nicht. Das ist ein bisschen groß, der Raum, oder? Die waren auch ein bisschen kleiner und kompakter. Hat der ein bisschen übertrieben. Da ein Power-Up drin? Nein. Brauchen wir hier eigentlich alles nicht. Ich könnte hier einfach durchrushen. Hier wäre die Flagge. Und da haben wir auch das erste schon geschafft. Wie nenne ich denn das? Super Link Bros. 1? So, jetzt kommt das Keller-Level. Wo man da oben schon abkürzen kann. Ich bleib bei der Feder. Bei Super Leaf. Ha, ich kann nicht messern. So schwer hat's hier Link nicht. Na, da kommt er ja nicht ran. Da kommt er ran. So, fliegen wir mal raus hier. Bisschen abkürzen. Und dann bei normalen Super Mario Bros. 1 auch gemacht. Echt schwer. So, jetzt kommt die Plattform. Ach ja, da fliegt er länger, wenn man ein bisschen gerannt ist. Oben gab es denn die Abkürzung. Genau. Welche Röhre nehmen wir? Sie führen alle ans Ziel. Ich glaube, man musste sogar die Röhren nehmen, ansonsten wäre man am Anfang gelandet. Das habe ich hier damals schon gespielt, als ich zum ersten Mal The Great Cast Adventure gespielt hatte. Vor ein paar Jahren. Deswegen weiß ich das noch und außerdem braucht man hier auch keine Sterne. Da kommt ja ein Schloss. Okay. Das war eine dritte Level. Man kann sich immer an zweite und an erste und an das zweite erinnern. Und an das dritte dann nicht mehr so. Das hat man dann relativ schnell vergessen. Ich glaube, hier kamen den Hammer Brothers. Ist ja auch kein Wunder, wenn man immer an die Warp-Röhre geht, dass man sich kaum an das dritte Level erinnert. Will die ganzen Level nochmal abklappern. Ich glaube, Super Mario Bros. 1 werde ich den auch nochmal irgendwann. Die ganze komplette Mario-Reihe. Nee, gab's keine Hammer. Gab's im ersten Teil schon Hammer Brothers? Ja, die gab's schon. Blöde Ratte. Ich wusste es. Mist, jetzt habe ich natürlich keine Flugfähigkeiten mehr. Diesmal hat er den extra Raum einfach sein gelassen, hat da gleich den Stern hingepackt. Was sollte man dann da auch groß hinpacken sonst noch? Oh, hi, Luigi. Wir machen erstmal Bowser platt. Der ist Raum 4, das Schloss. Ja, ich kann sie töten. Bam. Leider habe ich den Super-Leaf-Raum ja schon benutzt.
Da sind jetzt keine Super Leafs mehr. Die Flugfähigkeit von Link ist schon ganz nützlich, weil man ja auf Knopfdruck fliegen kann. Zwar nicht weit, aber man kann auf Knopfdruck fliegen. Wenn man ein bisschen rennt, kann man ein bisschen weiter fliegen. Motivieren Hammer Brother? Nein. Wir bräuchten mal wieder ein Power-Up. Wohoho. Das hätte jetzt auch mit Link nicht klappen können. Ach du Scheiße. Das ist doch so eine Scheiße. Nee, kommt jetzt kein Bowser? Nö. Komm. Gab's Bowser da schon? Gab's da schon diese... Klar, die gab's doch. Dass man dann halt über ihn rüberspringen musste auf der Brücke und der fällt da runter. Yo, Luigi. Mario, nein, Link. I couldn't find any more stars. Did you go in any of those pipes? It all looks so familiar. Ja, das ist ja auch, nachgemacht. Don't make me bite you. I heard you're trying to get to Bowser. Here's some advice. Go away. Nein, wir werden nicht weggehen. Was ist denn hier? Fragezeichen. Merk grad, ich habe gar keine Uhr. Hier kriege ich also das. Ist ja toll. Pick an item, its contents will help you on your way. Actually, you can take all three. Oh, by the way, I found this for you. Zum ersten Mal bringt es was, mit einem Toad zu sprechen. Dankeschön. Oder zum zweiten Mal, weil letztes Mal haben wir wenigstens Super Leafs bekommen. Ja, diesmal sogar einen Stern. So, wir sind ja eigentlich schon, glaube ich, relativ weit vorangeschritten in diesem Szenario. Es kommt nicht mehr allzu viel, würde ich meinen. Obwohl, ah stimmt ja, es gab ja noch den Garten. Castle Garden! Wo natürlich die ganzen scheiß Bowser-Statuen rumstehen. Gummer Cavern. Wir haben 27 Sterne. Eigentlich hätten wir nochmal in den Keller gemusst. Da gab es ja auch noch ein Level. Ja, machen wir das jetzt erstmal. Machen wir den Scheiß. Ja, ich habe keine Uhr. Obwohl, ich könnte mal die Uhr nehmen. Das ist nur scheiße zu lesen. Spielen wir noch 8 Minuten. Sonst habe ich ja immer meinen Fernseher als Uhr missbraucht. Aber der ist ja tot. Mario, a bunch of Goombas kidnapped my friends and took them into that cave over there. I'd save them myself, but I can't get past that giant Goomba. So. You should not pass. Oder wie war das? Bin ich so der Herr der Ringe-Typ. Ja, natürlich, Kugelwilli hier drin. Warum auch nicht? Wollt ihr mich verarschen? Die kommen da unendlich? Das ist ja mies. Das ist mies. Hört auf damit. Äh.
das mit Movement Günther Link hier. Der kann ja sowas nicht so gut. Thanks for freeing me. Freeing? Freeing, aha, das ist noch nie gehört. Befreien wahrscheinlich. Hier ist Hind. You see those coins over there? Have a little faith and go get hab ein bisschen Vertrauen. Okay. Ich muss unten rein. Muss ich unten? Ja, ich muss unten rein. Ansonsten hätte ich jetzt Spin Jump Action machen müssen, aber das hat super funktioniert. Voll verfehlt. Scheiße. Link hat ja keinen Spin Jump. Ach du Scheiße. Einfach mal ein Leben bekommen. Ist relativ einfach mit Dings. This toad stopped, dumped on a Goomba, so we locked him up. If you free him, I'll have to beat you up. Yup. Ja. Mario, save me, let me tell you a secret. There's a hidden star somewhere on this level. I wonder what you use them for. Hier ist ein Stern, hätte ich jetzt nie gedacht. Ein Hidden Star oder ein einfach nur... Okay. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich muss. Ist nur nicht so einfach. Jetzt sind wir wieder hier. Moment. Komme ich da auch rein? Tatsächlich. Da, wo die Dings sind. Ansonsten würde ich unten runterfallen? Oder wie sieht's aus? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall den Stern. Und ich stelle jetzt Link wieder in seine Ecke. Was haben wir hier? Tortor Mountain. Hat man nicht schon mal einen Tortor Mountain? Oh, das sieht ja eklig aus. Extraordinary Forest. Guck mir das hier nochmal kurz an. Snowy Hills. Gibt es hier irgendwie was extra noch? Dann wissen wir halt gleich für das nächste Mal. Oh, hier ist ein Testlevel nochmal. Aber ich glaube, das ist ein Testlevel, was wir nicht mit Link machen können. Ich glaube, hier gehen die Super Mario Bros. 2 Testlevel los. Oder so. Bowser Armada ist mit Luftschiffen. Dangerous Lifts. Klingt alles gut. Ich dachte, wir sind ja schon fast durch. Test 6. Nee, das ist nicht mit Link machbar. Weil Schlüsseltragung so kann er nicht. Da werde ich den Toad wieder nutzen. Und da oben geht es irgendwie lang, wa? Cave Waves. Was ist hier? Kommen wir hier wieder an den Anfang? Ja, yeah, hier ist der Anfang von Ende. Der Ende von Anfang. Ich wollte ihn nur mal schießen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Super Mario Bros. X. Return. Nee, nicht Return. Wir sind hier bei The Great Castle Adventure. Nicht verwechseln. Bis dann.